Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Chernobyl Light mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Igor, oder? Dir hat ja die Mission erfolgreich beendet. Wir haben jetzt Abend. Und was werden wir jetzt noch tun? Na klar, wir werden jetzt gleich erstmal diese eine komische Salbe hier nehmen. Diese Strahlung ist es nicht für unsere Psyche. Wo war denn das, die Heilsalbe? Die macht Gesundheit. Wo war das jetzt? Ich glaube, die müssen wir herstellen, ne? Komm, wir gucken mal, wenn wir die herstellen können. Das ist hier Antistrahlung. Dann haben wir hier Beruhigungssalze. Ich glaube, die müssen wir herstellen. Da werden wir jetzt erstmal eine herstellen. Ach komm, machen wir gleich zwei. Machen wir gleich zwei. Die nehmen wir gleich einmal. So, dann müsste es doch eigentlich schon wieder genau gut sein. So, pass auf. Dann gehen wir jetzt erstmal alles ausladen, was wir gekriegt hatten. So, haben wir viel Munition bekommen. Das ist natürlich super. Was haben wir denn hier? Metallplatte. Wir müssen jetzt erstmal alles hier reintun. Das geht rüber. Das hatte ich mitgenommen. Das geht rüber, das geht rüber. Ne? Was ist das hier eigentlich nochmal gewesen? Mechanische Teile. Sehr gut. Dann haben wir das hier. Das geht rüber, das geht rüber. Das geht rüber. Antistrahlungsmedizin würde ich jetzt gerne auch nochmal rüber tun. Gewehrmunition, die haben wir ja gefunden. So, dann ist jetzt auch schon Ende al dente. Das heißt, wir müssen... Pass auf, dann bauen wir jetzt gleich eine Munitionskiste. Dann machen wir hier so eine kleine Ankommenkiste. Dann machen wir jetzt hier noch den Alkohol rein und die Gasmaskenfilter. Das nehmen wir uns mit. So, tu das mal dahin, bitte. Du sein. So, genau. Pass auf, dann bauen wir uns jetzt als allererstes nochmal eine Kiste. B-Baumenü. Igors Tasche. Ich weiß nicht, ob es das ist. Wohlbefinden und Gefährden. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Wir nehmen mal die hier. So, da Schränke. So. Können wir den großen Schrank schon bauen? Den können wir sogar schon bauen. Dann stellen wir den hier nebendran. So, pass mal auf. Dann haben wir ja hier viel mehr drin. Ne? Da noch ein bisschen Abstand, ein bisschen auch cool. So. Finde ich sehr gut. Genau. Pass auf. Dann machen wir hier Munition rein. Jawohl, da ist doch auf jeden Fall gut Platz drin. Ne? So, und dann können wir die. Die hat keinen Bock mit mir mitzukommen. Hier, guckt euch das an hier. Die Drecksau. Entschuldigung. So, haben wir. Was haben wir denn hier noch? Heilsalbe. Können wir noch eine Heilsalbe herstellen? Die würde ich dann gerne noch machen. Komm mal her. Können wir machen. Eine auf jeden Fall noch. Sehr gut, dann haben wir zwei. So, dann würde ich sagen, trainieren wir jetzt mal mit unserem Kumpel hier. Igor, the gun I gave you has traveled all around the world with me, but it's quite old. What do you think about building a calibration tool to upgrade it? Ich muss zuerst eine Kaliberwerkzeug bauen. Verbessere deine Waffe mit einem Kaliberwerkzeug. Jo, okay. Sounds good. I'll fabricate one when I get the chance. You need it, Igor. Okay, gut. Pass auf, wir wollen jetzt aber erstmal trainieren. A calibration tool would do the trick. Ja, ja, das wissen wir doch. Pass auf, wir würden jetzt gern trainieren. Do you think you could find some time to teach me some of your military tricks? No. There are no tricks or shortcuts when it comes to improving your survival skills or shooting. But I'll be happy to teach you some basics. It'll make my job easier too if you know how to handle yourself. Grundlagen gehen natürlich auch immer. So, wir haben ein Fähigkeitspunkt. Präzision, Schleichen, Schockierend. Was ist denn schockierend? Beim Überwältigen von Gegnern erregst du weniger Aufsehen und es zerrt nicht an deiner Psyche. Das wäre eigentlich ganz cool. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Das machen wir erstmal auf jeden Fall das. Weil mit dem Schleichen kamen wir eigentlich ganz gut klar. Dann trainieren wir das doch mal. Let's do it. Follow me. Training mit Oliver. Folge mir. Wir folgen dir. Oh, sehr gut. Ich glaube, das mit der Psyche ist ganz gut. Taking out your enemy requires guts. Taking out your enemy quietly is an art. I think you've got what it takes to do the former, but you suck mightily at the latter. Now, the lesson is about knocking out your opponent without being spotted by him or anyone else. The secret lies in understanding human anatomy as well as stealth. It's about knowing how to apply enough force to put your opponent out of commission without killing them. Let's put theory into practice. Sneak up on me and perform a chokehold. Okay. Don't worry about hurting me. I'm a professional. Also wir sollen uns jetzt an den Rand schleichen. An den Guten hier. Dürfen wir? Wir dürfen gerade gar nichts machen. Let's begin. Okay.
So, dann schleichen wir mal. Und er darf uns halt nicht sehen. Natürlich klar. Und dann wollen wir ihn wegmachen. So. Jetzt ist die Frage, wann kehrt er zurück? Ich glaube, jetzt kommt er zurück, ne? Wo ist er? Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, er steht jetzt direkt vor uns. Jetzt kommt er rum. Okay, er geht wieder zurück. Okay, jetzt geht er darüber, dann gehen wir hier hin. Und normalerweise müsste er dann hier stehen. Und dann können wir ihn wegmachen. Ne, wir machen es von hinten. Pass auf, wir machen es von hinten. Mal gucken, ob das klappt. So, damit hätten wir ihn. Und er hat uns nicht mitgekriegt. Sehr gut. Okay, Igor, enough. That was impressive. Danke. Well done, soldier. Beeindruckend war's. So, das ist doch super. Dann haben wir ein bisschen Igor, was hier aufs Spiel gekriegt. I'm glad you're learning these new moves so fast. It's important to keep improving. Sehr, sehr stark. Das ist wichtig gewesen, dass man das hinkriegt. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch so bauen können. Wir sollten ja hier dieses Waffen-Upgrade-Ding bauen. Dann gucken wir uns das mal an hier. Basisverbesserung. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay. Das wäre der Laserschwimmmaschine. Die brauchen wir eigentlich erstmal nicht. So. Dann haben wir hier Schlafstellen. Energieversorgung, das brauchen wir auch erstmal nicht. Gehen wir mal hier rüber. Igors Tasche, okay. Werkzeuge, was haben wir da? Das ist dann eigentlich nur das Labor. Rollbieger, was auch immer du machst. Gummi und Dichtungen, okay. Das ist aber auch nicht, was wir brauchten. Waffenbank, ich glaube, da sind wir jetzt ganz richtig. Hydraulische Presse. Eine schwere hydraulische Presse, die aus Ersatzteilen angefertigt wurde. Mit ihr kannst du einfach und schnell verschiedene Arten von Munition herstellen. Das ist natürlich auch nice. Was haben wir da noch? Die Drechselbank. Okay. Die können wir auch bauen. Und dann hätten wir den Revolver, die Kalibrierwerkzeuge. Das sollen wir auf jeden Fall bauen. Hat er gesagt, das werden wir auch tun. Dann werden wir das hier hinbauen. So, dann machen wir hier so ein bisschen auf Waffe. Ich glaube, das ist gar nicht so ungünstig. So ein bisschen weg von der Wand. So ist es gerade. Dann bauen wir das erstmal dahin. So, nicht genug Strom. Das heißt, wir brauchen einen Generator. Den haben wir ja. Hier, ne? Genau. Generator, den können wir auch bauen. Den würde ich eigentlich... Wo bauen wir den denn hin? Womit kriegen wir den hier so unter die Treppe noch gestellt? Guck mal, hier ist doch ganz cool. So. Doch, ich glaube, das ist gut so. I'm proud of you, Igor. Jo, dann haben wir das auf jeden Fall gemacht. Dann gucken wir uns das mal an hier. Haben wir den Revolver. So, wir können das Magazin aufmunitionieren. Wir sind heute mal ein bisschen in der... Wow, Entschuldigung. Da war ich jetzt ein bisschen voreilig. Magazin, das Abzugssystem, den Lauf. Schaft und Griffstück, okay, und Visiere. Cool. Ich würde aber gerne unserem Igor, also unserem Oliver, Entschuldigung, nicht unserem Igor, eigentlich gerne auch eine Waffe mitgeben. Das hieße ja im Endeffekt, wir müssten hier reingehen und hier in der Waffenbank, da machen wir Munition. Und ich glaube, hier werden Hülsen hergestellt. Wo machen wir die Waffen? Revolver, Kalibrier, Schrotflinte, Gewehr. Ich überlege gerade, wo wir die Waffen bauen. Die bauen wir ja nicht hier, oder? Nee, nee. Das ist einfach nur die Werkbank, die wir brauchen, um überhaupt was bauen zu können. Gucken wir jetzt hier nochmal rein. Arbeitstisch. Aufheben, verschrotten, das will ich ja nicht. Industriemaschine, Kollektiv, wo wir denn Möbel bauen? Ich glaube, das können wir noch nicht. Ich würde jetzt erstmal schlafen gehen, schnell. Weil ich glaube, hier können wir nur verbessern.
Gut, wir können ja mal was herstellen. Rezept. Das könnten wir herstellen. Größerer Zylinder. Ein Gürtelmagazin kriegt man nicht hin. Und hier haben wir einen Doppelzylinder. Ich überlege gerade, ob wir einfach, wir gehen ohne Waffe und ich würde dem Oliver gerne die Waffe geben. Kann ich das eigentlich machen? I'm proud of you, Igor. Das ist sehr nett von dir, Dankeschön. Die Ausrüstung an, wirft ihn aus dem Team. Can we swap some stuff, Olivier? Sure, whatever you need. Okay, pass auf. Er hat aktuell keine Waffe. Die werden wir ihm geben. So, wir brauchen keinen. Das passt. Dann hat er die Waffe. Das ist schon mal sehr gut. Und dann können wir unsere Munition hier wegtun. So. So, ein bisschen. So, und dann gehen wir jetzt erstmal ins Bett, glaube ich. Ne? Dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Hier hinten rein sollen wir jetzt gehen. In unser Zimmer. Ja, wenigstens eins. So, was haben wir denn hier? Ariadne-Pläne. Okay. Gebaut. Was das auf sich hat. Hier oben haben wir Fotos, die wir gefunden haben. Okay. Netz der Lügen. Schwarzer Stalker. Okay, das sind die ganzen Fortschrittsfakten, die wir gefunden haben. Okay, auch sehr cool. Hinweise. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal pennen, oder? Bist du sicher, dass du den Tag beenden und schlafen gehen willst? Deine Basis befindet sich in einem schlechten Zustand, was die Moral deiner Gefährten gefährdet. Ja, muss ich, weil wir können erstmal nichts weiter bauen. Wir haben aber auf jeden Fall ein Bett, das ist wichtig. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Fernseher bauen, denke ich mal, oder ein Radio oder sowas. Das werden wir eigentlich brauchen. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay, jetzt träumt er wohl gerade. Gehen wir erstmal hier hin. You need to understand, it wasn't my decision to shut down Ariadne. I don't blame you, Grace. But I still think it's a mistake. It's so much more than Pandora. It allows us to step into the realm of human memories and thoughts. Into the real world. What okay. can I tell you, Igor? The board decided it wasn't financially viable. It was too outlandish. Grace? Haben wir Grace schon kennengelernt? Nee, ne? Wo können wir hier irgendwas machen? Okay, hier geht's weiter. Ach, the fools! Every object is a natural dosimeter. Everything absorbs radioactive particles throughout its life, thus creating an echo in time and space. Ariadne can recreate this echo in a fractal VR simulation. There's nothing outlandish about it. Look, I get it. I do. It's your life's work. But just think about it. Es geht auf jeden Fall um die Maschine, die wir gerade gesehen haben. Dieses Ariadne. Eine Art VR-Brille. What about those nuclear nano diamond batteries that use the graphite from recycled radioactive waste? That's just another project right now, Igor. I still don't think it would be enough. For Ariadne to work, you need a power source that doesn't exist yet. Perhaps one that cannot be found on Earth. But I'm sorry, Igor. It's over. You need to accept it and move on. Oh, krass. Okay. Und das ist jetzt die Ariadne, oder was? Ja. Fuck the board. I'm not going to let anyone destroy my work. Wake up. Wake up, Igor. Tanya? Is this a dream? I'm waiting for you, my love. Find me. Hurry. I don't have much time left. I'm trying, Tanya. I really am. I need to look at my board. Alter, krass. Auf dem Entwicklungstafel kannst du einen Überblick über deine Forschungsfortschritte gewinnen. Okay. The first clue. When I find more, I can feed the data to Ariadne and see what really happened to Tanya. Das wussten wir ja schon. Wir haben auf jeden Fall schon mal die ersten Hinweise gesehen. Focus on finding more clues. So, ich werde jetzt auf jeden Fall die hier nochmal nehmen, weil ich irgendwie noch denke, wir brauchen die. Uns geht's noch nicht ganz so gut. Ja, jetzt sind wir erstmal wieder on board. Ja, dann geht's raus, ne? Die Nacht vorbei. Mal gucken, was Oliver macht. Warte mal, Kameraden. Ich würde ja gerne hier unten nochmal den Jungs hier einen Fernseher hinstellen. Einfach hier
ein Fernseher oder ein Radio, das müsste doch eigentlich gehen. So, Wohlbefinden der Gefährten. Siehst du hier, guck mal, Elektronik. Da hätte man Fernsehen, den können wir bauen. Da brauchen wir aber erstmal einen Tisch. Kann man hier. Audiostation. Okay, die ist natürlich auch nicht schlecht. Dieses primitive Gerät wurde hastig aus altem Sowjetschrott aus der Zone gebaut und kann eine deiner Basic-Musik abspielen. Es gibt nur wenige Lieder, doch es ist immer noch besser als die betäubende Stille in deinem Betonbunker. Finde ich gut. Musik ist immer gut. Die stellen wir hier hin. Da können die Jungs mal ein bisschen hier Party machen. Oder besser halt nur der Oliver. So. Gucken wir mal. Verwenden. Okay. Verwenden geht nicht, weil wir, glaube ich, nichts haben, wa? Gut. Aber wir haben jetzt mal was stehen. Wir haben ja erstmal was stehen. Kann der Oliver sich drum kümmern. So, können wir hier irgendwas bauen? Glaube ich nicht, ne? Dann gehen wir mal hoch. Moin! Roger that, Rhino 1. Proceed as ordered. The area is clear. You copy? Lima Charlie, Bluebird. We'll get to the target ASAP. Over and out. Posing as the enemy. You're playing a dangerous game, Olivier. Uh-huh. I know what I'm doing. I've learned their code names and routines. Knowing your enemy is essential. Ich finde es eigentlich ganz gut. Warum soll ich ihn tadeln? Er soll es mal machen. We need to get the upper hand over NAR whenever we can. Agreed. Wenn wir den Feind näher sind, I wasn't trained in cracking codes, haben wir mehr Möglichkeiten. But I know how to crack people. And this radio works perfectly with NAR encryption. I discovered something that may be of interest to you, Igor. NAR is sending a team out to locate some old KGB documents. Could be related to what you're looking for. Sounds like a long shot, but it must be important if they're sending a squad, right? My thoughts exactly. Also, it looks like there's an old Soviet installation beneath the Emerald Resort. I know the place. Young pioneers used to have their summer camps there and play games. Yeah, and the KGB was playing a different sort of game just beneath them. Underground. Okay. I'll check it out. Anything that might get me info on Tatyana is worth a try. Just, Wir bleiben immer vernünftig, mein Freund. Keine Angst, Oliver. Good luck, Igor. Alles gut. So, pass auf, wir gucken mal aufs Board. Wie sieht es denn zeitlich aus? Alles gut. So, gucken wir mal. Missionen. Das Wetter in Tschernobyl ist jeden Tag anders. Regen verschluckt deine Geräusche und Nebel behindert die Sicht der Gegner. Das ist sehr gut. Das kannst du dir zu deinem Vorteil nutzen. Beobachte die Sperrzone und passe auch die Ausrüstung an den Gegebenheiten an, bevor du dich auf die Mission gibst. Das ist ganz klar. So, was haben wir denn hier? Alte Dokumente. Okay, das ist anscheinend eine Mission. Eine Hauptmission, da werden wir die auf jeden Fall schon mal anhitten. Wir gucken jetzt mal, dass wir, ich würde sagen, Essen wäre eigentlich ganz cool, dass das der Oliver macht. Da müssen wir nur mal gucken. Lebensmittelabwurf, guck mal, das ist da oben. Aber ich glaube, das schafft er nicht in zwei Tagen. Essensversteck, das wäre dort. Wir gucken mal, dass der das Essen, kriegt er das hin? 51%, schwierig. Medikamente, 51%. Okay. Ah, es sieht nicht gut aus hier heute mit dem Oliver. Pass auf, wir werden das so machen. Hier, das könnt ihr machen. Munitionsabwurf hat er 99%, dann geht er auch dahin. Perfekt, und wir machen die alten Dokumente. Das ist, Oliver hat herausgefunden, dass die NAR, eine Spezialeinheit geschickt hat, um nach alten KGB-Dokumenten zu suchen. Daten, die für die NAR von Interesse sind, werden sicherlich auch für mich interessant sein. Vielleicht finde ich sogar etwas über Tatyanas Verschwinden heraus. Das ist natürlich Hauptstory und die werden wir natürlich uns aneignen. Und ich würde sagen, geh mal los. Dann machen wir heute so mal den Anfang. I remember the young pioneer camp. Who would have thought that there were secret Soviet bunkers scattered around? Olivier tries hard to be friends with you, but is it genuine? He's a mercenary after all. Can you afford his brand of loyalty? Tanja ist Miss, Tatyana. Ich nenne die einfach Tanja, mir ist es egal. Tatyana, Tanja ist alles dasselbe. Die ist auf jeden Fall misstrauisch. Müssen wir mal ein bisschen den Oliver, ne? Beobachten den Jungen. So, wir machen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Loot, klar. Oh, Entschuldigung.
war der falsche Knopf. Guck mal, hier haben wir nämlich schon ein bisschen was. Das sollten wir uns auf jeden Fall erstmal holen. So. Was machst du, Oliver? Oliver ist hier. So. Jetzt gucken wir mal auf die Map. Wie sieht es denn aus? Okay, wir haben die Straße und das sind unsere Beschaffenheiten. Und hier irgendwo sind dann die Dokumente versteckt. Ich würde sagen, wir gehen hier zu dem See heute. Und ab dem See machen wir dann morgen weiter. Vagabund sitzt hier, okay. Alte Dokumente haben wir hier. Wir gehen zum See und machen dann in der morgigen Folge dann diesen ganzen Kram hier. Da trägt man dann hin. Also, Markierung wollte ich natürlich setzen. Und wir müssen natürlich aufpassen. Wow. Okay. Das war richtig heftig gerade. Wo ist denn unser Weg? Okay, wir sollten dann vielleicht doch den Weg gehen. So, da ist er. So, jetzt sind wir doch drauf. Also alles abseits von dem Weg ist natürlich richtig gefährlich, haben wir gerade gemerkt. Wir haben richtig Strahlung abgekriegt und ich sage auch noch, wir brauchen die Strahlungszeug nicht. Dann sehen wir mal, dass wir das doch brauchen. Hier ist aber hier. Notiz. Let's leave this place forever, Igor. Let's just go, please. Leave? But where would we go? Anywhere. America or Western Europe. With your brilliance and my charm, we could live any place we want. Well, that's a dangerous fantasy, Tanya. The kind that could get us arrested. You know that. Our life is here now. This life, as you call it, is going to be the death of us one day. Oha. Man merkt jetzt so langsam, ne? Man ist ja eigentlich, waren sie hier nur gefangen. Die Tanya wusste schon, dass alles schlecht ist. Und trotzdem ist der Igor hier geblieben. Glaubt mir jetzt gerade richtig? Ja, genau. So, dann gehen wir mal hier hoch. Zum See. Gehen wir rechts rum. Ja, dann gehen wir über links rum. Oh, da ist einer. Vorsicht jetzt. Mal gucken, wo er ist. Wenn es nur einer ist, machen wir den natürlich weg. Da ist er. Okay, wir haben hier oben Loot. Scheint auch nur der eine hier zu sein. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Okay. Wir haben das ja geskillt, dass uns das hier Tütchen nicht ganz so schlimm fühlt. Jetzt können wir gleich mal testen, wie weit wir... oh, wow. Okay. So, wo bist du? Er steht direkt hier. Es wäre natürlich jetzt cool, wenn er jetzt auch mal laufen würde, der Typ. Ich sehe ihn gar nicht, ne? Ich sehe ihn halt überhaupt nicht. Er hat keinen Sichtkontakt mehr. Er sucht uns jetzt. Jetzt müssen wir gucken, wo er ist. Es ist halt krass. Ich sehe ihn halt auch gar nicht, ne? Da liegt unser Toter. Wo ist er? Ist das krass? An
Angeblich ist er hier direkt vor uns. Wenn er ja nicht mehr sucht, müssten wir ihn ja eigentlich sehen. Da läuft er. Ja, ja. Hier, bleibt da, bleibt dort, bleibt dort. Alles cool, alles cool. Da ist er. Okay, er sucht uns. Jetzt hier oder nicht? Junge, ist das krass. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er. Okay, wir haben ihn. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Ivor. Ich weiß auch gar nicht, ob wir getroffen worden sind. Das leid, wir leiden nur ein bisschen. Das ist okay. Ist okay. So, dann geht es jetzt ab für uns zum See. Wir holen natürlich den Loot hier. Ganz klar. So, wie weit sind wir weg vom See? Der ist eh gleich hier unten. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier dann... Ah, hier ist auch das Haus. Da wollte ich mich verstecken. Da ist der See. Der ist natürlich verseucht. Aber wir können erstmal in das Haus hier rein. Und dann machen wir jetzt erstmal Ende. Gehen wir da rein. Hier. Sehr gut, guck mal. Dann sind wir doch hier erstmal safe. Dann locken wir uns hier erstmal aus. Hier ist nochmal ein bisschen Munition. Ne, ist nur ein Balken. So, dann war das doch schon mal ganz gut. Gut, wir haben trainiert. Wie sieht es denn aus hier? Das ist alles okay. Wir haben gut Stuff gewonnen. Kann ich das essen? Nö. Okay, ich weiß nicht, warum ich Brot habe. Ich glaube, das muss ich einfach nur immer in irgendeinen Schrank tun und dann ist gut. So, Karte. Wir gucken mal hier durch. Fähigkeiten. Da haben wir den Olli. Da haben wir das hier haben wir gemacht. Das ist schon mal gut. Er ist gerade auf Mission. Das sehen wir hier. Und Herstellungsrezepte ist auch alles okay. Gut, dann sind wir jetzt erstmal hier. Morgen kümmern wir uns dann um diese Fragezeichen hier. Ne? Wenn wir das fertig haben, gehen wir von Fragezeichen zu Fragezeichen. Dass wir am Ende dann hier die alten Dokumente haben und dann die noch mitnehmen. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Morgen geht's hier los. Mal gucken, was wir entdecken. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut. Euer Erik. Ciao.